Mein Name ist Stefan Reck, ich arbeite als Videojournalist in Wiesbaden und Umgebung, aber auch im europäischen Ausland. Ich liefere TV-Material, Beiträge, aber auch O-Töne für die N24 Nachrichten. Zum Beispiel waren wir dabei, als der Bombenleger von Vierenheim sich endlich ergab, nachdem er sich mit mehreren Bomben, 5 Schusswaffen und 15 Handgranaten in seiner Wohnung verschanzt hatte, bis die Polizei ihn endlich festnehmen konnte. Oder die vielen Opel-Mitarbeiter, die man im Regen stehen ließ, nachdem man ihnen zuvor grünes Licht für eine Magna-Übernahme versprochen hatte. Die Proteste in London zur Zeit des G20-Gipfels waren eher friedlich, die Einkesselungstaktik der Polizei hingegen zweifelhaft. Darüber haben wir berichtet und waren ganz nah dran. Nur ein paar Tage später suchten nach einem schweren Erdbeben im italienischen L'Aquila Hunde vergeblich in den Trümmern nach Überlebenden. Mehr als 100 Menschen starben, über 50.000 wurden obdachlos. Und das waren nur ein paar kurze Ausschnitte meiner Arbeit für N24. Wir glauben, dass Sie als Zuschauer auch in Zukunft das Recht haben, darüber informiert zu werden.